Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Die Athen und die Malta koordiniert feuern. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Sie sagten... Alarm! Enter-Truppen unterwegs! Wie läuft's bei euch, Malta? Bereithalten! Die sind eingeklinkt! Gut zielen und auf Gegenfeuer achten! Die sind in Standardformation, die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten! Viel Glück, Kairo! Feuer auf dieses Schott! Sobald diese Tür aufgeht, zeigt sie ihnen. Sie sagten doch... Alarm! Enter-Truppen unterwegs! Wie läuft's bei euch, Malta? Bereithalten! Die sind eingeklinkt! Gut zielen und auf Gegenfeuer achten! Die sind in Standardformation, die kleinen Bastarde vorn, die großen hinten! Viel Glück, Kairo! Auf dieses Schott. Sobald diese Tür aufgeht, zeigt sie ihnen. Thank you.
zur Hölle. Machen Sie schon mit Schicht. Kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Das ist keine gute Idee. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich hab dich. Die Sicherheitsstation 4 wird angegriffen. Die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind an Bord.
Raum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie... Ich decke den Commander. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Thank you.
brauche sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. So groß ist der Haufen. Sie brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben! Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter, weiter, es gibt nichts zu sehen. Los, weiter, es gibt nichts zu sehen. Kontakt.
Nette Begrüßung. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wrays. Die sind am gefährlichsten. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banks, ma'am. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich ver... Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wrays. Die sind am gefährlichsten. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wrays. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wrays. Die sind am gefährlichsten. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wrays, die sind am gefährlichsten.
Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banks, ma'am. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Diesen Blick, das ist pures Entsetzen. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Das hält wohl kaum an. Köpfe runter! Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen! Marines, wir holen uns einen Scarab! Sichern Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. Halten Sie die Stellung, ich unternehme einen Versuch. Feind entdeckt. Thank you.
Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Genieser. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Wir dürfen nicht aufgeben. Nicht schießen! Nicht schießen! Ha! Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können! Stellt euch auf! Anführer! Bleibt! Die Flat greift uns an! Deckung!
idiotischer Gebiet. Noch einer. Los, wir treiben ihn raus. Verstärken hilft dir nicht. Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Du siehst!
Krieger zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Krieger zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Lasst ihn nicht entkommen! Wir bleiben hier, solange es geht! Der Anführer der Ketzer ist unterwegs! Lasst ihn nicht entkommen! Wir bleiben hier, solange es geht! Thank you.
haben die Prophetensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Großen Reise. Ich gebe Ihnen eine Verschnaufpause. Aber dann... sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffen, Gebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsäcker, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Gah! Gah! Diese Linie ist mehrere Jahrhunderte älter als Installation Alpha. Sie dient jetzt der Erforschung von Angriffs- und Verteidigungsmaßnahmen gegen die Flak. In der Tat habe ich den Bau der verschiedenen Ausbrüche Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Kommen Sie, Gebiete. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Thank you.
Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. Gut, immer noch nichts von der In-Amber-Klett im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Aufpassen, Ehrengardisten!
es wie verloren. Nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut, als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl... Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut? Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen.
verstehe. Da ist ein versunkener Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, drei Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Bleib, wo du bist. Zurückweichen! Ja. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten. Wir haben keine Zeit mehr. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Krieger, Attacke! Der Dämon muss sterben! Diese Reise wird nicht aufgeschoben. Meine Predigt zu stören. Gut gewollt, Bruder. Stümper, ich töte es selbst. Existenz beleidigt mich, Dämon. Die große Reise wird nicht aufgeschoben. Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus.
Ihr nähert euch einem Schildgenerator. Fehlen meine armen Brutes, fehlen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Zum Ziel. Wir bleiben hier, solange es geht. Schafft es mir vom Hals. Sperrfeuer. Sperrfeuer.
Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken! Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Ist das... Ich
drauf losschießen!
In der Mitte dieser Zone gibt es ein heiliges Symbol. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer! Zu den Fahrten! Weiter geht's! Bin unterwegs! Der Schmarotzer will angreifen.
die Verteidigungsstellung. Je schneller man diese Roots umlegt, desto besser. Die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Er hat ein Blutgewehr.
Kuchen mit mir? Komm schon! Vorsicht! Unter Umständen versucht es wieder zu entkommen. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Chief, springen Sie rein. Hier, Herr 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 Chief, springen Sie rein. Sie eliminieren die Wachen, aber leise.
Aufgepasst, Marines. Der Chief jagt einen Propheten und Sie müssen ihm helfen, ihn zu erledigen. Es hat keinen Sinn, hier zu bleiben. Noch mehr Wachen. Nur noch eine Gruppe Marines, Chief. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist. Tartarus und seine Brutes haben der Flood das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Die Eliten haben die Propheten nicht geschützt und unser Leben in Gefahr gebracht. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang, schnell! Jetzt führen die Brutes mit meinem Segen unsere Glocken an. Sie bitten um eure Treue. Sie wird sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Die Allianz hat gerade eines ihrer eigenen Schiffe zerstört. Und ich erhalte Meldungen von Schusswechseln in ihrer Flotte. Geschöpfe der Allianz, der Pfad ist breit. Raumriff, wandeln es ist die Geländerquelle. Thank you.
Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Wappnet euch, Leute, Brüder! Schaltet die Eliten aus! Erwägen, einfach nur abzuwarten. Ich sehe einen! Moment, ich empfange zwei weitere Transponder. Es sind der Commander und Johnson. Sie nähern sich der Position des Propheten, Chief. Sie brauchen Ihre Hilfe. Vielen Dank, Chief. Das ist nicht gut. Ich erhalte bestätigte Berichte, dass die Flood das Wrack der in Amberclad verlässt. Wir sollten den Index holen und einen Weg hier raussuchen, bevor es wirklich ungemütlich wird. Verraten. Ihr Mehr Beute hier drüben!
Gut, haben uns verraten. Piratenmitglieder. Halt! Wir müssen hier bleiben! Mächtiger, jetzt wir sicher. Fühlst du dich so als Beute? Yes.
sie aufhalten. Hoffentlich. Soll die Flagge unsere heilige Stadt verschwinden? Soll High Charity auch zu einem überfüllten Maul werden? Kein Feind hat jemals unserer Macht getrotzt. Auch die Flagge hat versagt. Der Schmarotzer hat die Blutsväter nicht besiegt. Uns bekommt er auch nicht. Hallo, Battle-Kreatur. Sie werden auf der Stelle tot sein, während wir Übergang zur Unendlichkeit erleiden. Die Sicherheitssysteme in diesem Teil des Turms sind besonders stabil. Es höre, der vom Tod ergriffen ist. Ich bin der Prophet der Wahrheit. Und ich habe keine Angst. Diese Krise ist nicht unser Ende. Es ist nur eine letzte Hürde. Nichts mehr ein, Chief. Ich kann die Startsequenz nicht mehr lange verzögern. Der nächste Lift bringt sie zum Leitungs-
Das ist alles, was zählt. Jetzt ist die Zeit unserer Entweltlichung. Die Zeit, in der wir werden... Thank you.
Dann schalt sie halt ab. Wie halte ich das an? Halt mich nicht hin. Das ist alles. Johnson, ich hab's. Moment mal. Nicht bevor der Blut tot ist. Was ist das? Ein Signal? Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf einer Frequenz von... Kommuniziert womit? Den anderen Anlagen. Zeigen Sie. Sicherheitsprotokoll. Im Falle unerwarteter Abschaltung wird das System in den Standby-Modus versetzt. Alle verbleibenden Plattformen sind jetzt bereit für Fernaktivierung. Fernaktivierung? Von hier? Machen Sie Witze? Hör zu, Blechdose. Mach mich nicht... Von wo dann? Wohin würde jemand gehen, um die anderen Ringe zu aktivieren? Na, zur Arche natürlich. Und wo, Orakel, ist das? Wir haben neuen Kontakt, unbekannter Klassifikation. Das ist keiner von uns, feuerfrei. Hier ist Spartan 117. Kann mich jemand hören? Over. Signal isolieren. Master Chief? Würden Sie mir wohl sagen, was Sie auf diesem Schiff tun? Sir, diesen Kampf beenden.